Und damit herzlich willkommen in der Konferenz Hannover 96 gegen Augsburg. Das erste Spiel, das wir uns hier in der Arena anschauen. Ebenfalls aber in der Konferenz Bayern gegen Hamburg, Hoffenheim gegen Wolfsburg und Hertha gegen Freiburg. Hannover und Augsburg, beide Teams möchten nach der Pleite am vergangenen Wochenende wieder siegen. Das dürfte für beide Teams eine schwere Aufgabe werden und das cleverere Team wird gegebenenfalls als Sieger vom Platz gehen. Ja, und hier in München ist es keine Frage der Cleverness. Beim HSV ist es mittlerweile mehr so eine Frage der Ehre. Man hat sich nach dem 0:0 gegen Mainz schon gar nicht mehr in Parolen oder sonst etwas dergleichen verloren. Man findet sich wohl damit ab, aber gegen Bayern hagelte es in der Vergangenheit immer dicke Klatschen. Das sollte heute natürlich verhindert werden. Ab nach Sinsheim, wo der VfL Wolfsburg zu Gast ist. Sie stehen deutlich besser da als der HSV und nichtsdestotrotz herrscht nicht viel bessere Stimmung. Bruno Labbadia, zwei Spiele bislang da, noch kein Sieg. Nicht unbedingt der Trainereffekt, den man sich hier erhofft hat. Hoffenheim kommt nach dem Sieg in Augsburg etwas mit breiterer Brust daher. Nichtsdestotrotz, auch zu Hause soll es jetzt mal wieder gelingen. Gegen Freiburg vor zwei Wochen klappte das ja nur so mittelprächtig. Ab in die Hauptstadt, da ist Freiburg zu Gast. Genau, und wir schauen gerade nochmal auf die Aufstellungen. Hertha mit Selke in der Spitze. Man verlor 1:0 in Gelsenkirchen, aber man kann nicht sagen, dass da irgendwie die Tristesse bei Paul Dardai und seiner Mannschaft eingekehrt ist. Der SC Freiburg nach dem 0:4 gegen München möchte man sich wieder besser schlagen und hier einen großen Punkt, einen großen Schritt machen im Kampf um den Klassenerhalt. In Hannover geht's aber schon los. Genau, der letzte Blick auf die Aufstellung der Augsburger verfliegt und dann können wir hier beginnen. Augsburg in grün von rechts nach links, der Gast stößt an und Hannover in den roten Trikots von links nach rechts, dementsprechend Farbenlehre geklärt. Und eigentlich eine offene Partie zweier Überraschungsteams in dieser Saison steht in den ersten Zügen. Augsburg nimmt hier direkt mal das Zepter an sich und versucht es gleich mal. Marcel Heller nach Tor 4 Minuten mit der ersten Möglichkeit und Tor in Berlin. Das geht ja gut los. Ab in die Hauptstadt. Für wen wurde da eingeschossen? Für die Hertha, Salomon Kalou, vierte Spielminute. Der Ivora bringt die Hertha ganz früh in der Partie in Führung. Und das war durchaus ein ansehnlicher Treffer. Sehen wir hier aus der Vogelperspektive. Schwolo steht ein Stück zu weit vor seinem Kasten. Und dann ist er machtlos gegen diesen netten Heber von Salomon Kalou. Der hat die Klasse, um den da so zu versenken. Also Auftakt nach Maß für Hertha BSC. Man hätte vielleicht eher damit gerechnet, dass in München der erste Treffer des Nachmittags fällt. Wir haben uns getäuscht. Freiburg steht wieder mit dem Rücken zur Wand und möchte natürlich die nächste Pleite verhindern. Es ist aber noch Zeit genug und Christian Streich ist sicherlich einer, der hier niemals aufgeben würde. Hatte man ja auch am vergangenen Sonntag gesehen. Hertha aber direkt mit dem nächsten Vorstoß in Richtung Freiburger Tor. Der geht allerdings erstmal schief. Schwolo pölt den Ball raus und kann jetzt möglicherweise damit den Gegenangriff Tor einleiten. In Hannover. So natürlich nicht. Tor in Hannover, der zweite Treffer in der Konferenz. Hannover 96 führt. Martin Harnik mit seinem siebten Saisontreffer markiert er das ebenfalls früher. 1:0 für Hannover, aber dicker Abwehrbock in der Verteidigung bei Augsburg. Danso kann den Ball nicht klären. Hinteregger kriegt den Ball zu allem Überfluss zwischen die Beine hindurch. Mit diesem Tor gehen wir aber erstmal weiter, denn hier waren wir ja schon des Öfteren. Und landen in Sinsheim, wo sich die Teams noch so ein bisschen abtasten. Wolfsburg gerade auf dem Weg nach vorne. Brekalo auf Divock Origi. Allerdings verliert er gegen Kevin Vogt den Zweikampf. Hübner sollte da aber nicht unbedingt den Ball verlieren. Holt sich den Ball im Zweikampf wieder, allerdings nicht fair. Es wird aber Vorteil gegeben. Admir
Memedi. Dann Didavi per Kopf, allerdings nicht gefährlich genug. Wird da gestört von Kevin Akpoguma und dementsprechend Abstoß Oliver Baumann. Hoffenheim kommt noch nicht so recht nach vorne, möchte hier zu Hause natürlich gewinnen, aber Wolfsburg steht auch gehörig unter Druck. Dementsprechend Tor in München. Führen wir den Satz später fort, ab nach München. Der FC Bayern führt, eine Viertelstunde hat das Abwehrkonstrukt beim HSV nur halten können und dann schlägt der Franzose zu. Nach überstandener Magen-Darm-Grippe ist Franck Ribéry wieder im Startaufgebot und wunderschön hämmert er den Ball mit dem linken Fuß oben rechts rein. Sakai zu viele Schritte entfernt, Martinia ist da chancenlos. Auch aus spitzen Winkel kann man gegen diesen Hammer nichts machen. Bitter für den HSV, aber ist die Frage, wie viel haben sie sich hier ausgerechnet? Jetzt könnte es gegebenenfalls wieder in einer Schmach enden. Franck Ribéry eröffnet gegebenenfalls den Torreigen. Die Angriffsbemühungen des HSV bahnen bislang auch eher G0. Und das sieht man auch hier, wenn Bayern mal den Ball nicht im Besitz hat, wird aggressiv draufgegangen. Ruhig auch mal mit einem Foul, denn aus diesen Freistößen aus dem Halbfeld entsteht in der Regel auch nichts. Wir wollen aber eine Station weitergehen. Es steht hier 1-0 für Bayern. Das dritte Tor damit in der Konferenz aus München. Und wir landen in Berlin. Da kommt Plattenhardt gerade. Was der da im Strafraum zu suchen hat, werden sich die ein oder anderen Personen sicherlich besorgt fragen. Und dann schließt er mit rechts ab. Sonderlich erfolgreich war es nicht. Schwolo begräbt den Ball über sich. Jetzt kommt aber Freiburg mal über die linke Seite. Schöner Seitenwechsel. Günther bringt den Ball und da ist dann Pascal Stenzel, der den Ball aufs Gehäuse bringt. Aber kein Problem für Rune Jahrstein, den zu parieren. Aber Freiburg jetzt nach Tor in München. 1-0 besser drauf. Wieder nach München. Wie steht's denn jetzt? 2-0 für Bayern und damit wohl auch die Entscheidung. 8 Minuten hat es gedauert. Dann fiel der zweite Treffer. Der zweite Franzose auf dem Feld beim Rekordmeister trifft. Corentin Tolisso hat wieder viel zu viele Freiräume, lässt den Ball wunderbar über den Schlappen gleiten. Aber weil wir hier schon so oft waren und schon so viele Tore gesehen haben, in Anführungszeichen viele, gehen wir weiter eine Station ins nächste Stadion. Diese Kunde wird bei dem VfL Wolfsburg sicherlich gut ankommen, wobei der HSV auch nicht mehr wirklich in Konkurrenz steht. Sie sind gerade gut auf dem Weg nach vorne. Hoffenheim kriegt den Ball nicht rauf. Daniel Didavi, Arnold mit der Übersicht. 0-1. Tor für den VfL. Brekalo bringt die Gäste in Führung. 26. Spielminute. Sind wir ja gerade passend in dieses Stadion gewechselt. 1-0 geht der VfL in Führung. Und das ging ein bisschen zu einfach. Hoffenheim, wie gesagt, kriegt den Ball nicht raus. Dann Arnold mit einem Querpass im Strafraum, der da so natürlich auch nicht unbedingt gespielt werden darf. Brekalo hält den Fuß hin und Baumann ist nicht in der richtigen Ecke und kann dann auch nichts mehr machen. Also ein wichtiger Treffer für den VfL im Abstiegskampf. Da möchte man ja die Wiederholung der Relegation definitiv zu verhindern wissen. Hier ist es Josip Brekalo, der da den ersten Schritt für den VfL bestreitet. Und Hoffenheim, im letzten Heimspiel gegen Freiburg klappt es auch nicht sonderlich gut. Sie wollen natürlich wieder die 3 Punkte mal in der Würsel-Rhein-Neckar-Arena behalten und kommen jetzt hier direkt zum Gegenangriff. Pavel Kaderabek verliert den Ball aber an Robin Knoche. Gibt es jetzt den nächsten Gegenangriff? Admir Memedi verliert den Ball aber auch. Wir geben eine Station weiter. Ja, eine halbe Stunde gespielt jetzt hier in Hannover. Und beide Teams eigentlich mit einer ansehnlichen Leistung. Es gibt immer wieder Möglichkeiten zu Toren. Bislang allerdings Tor in München gefallen. Tor in München natürlich, wo auch sonst. 3-0, Thomas Müller kommt hier nach einem Eckstoß viel zu einfach zum nächsten Treffer.
sein 7. Saisontor. Er muss nicht mal richtig hochgehen. Wallace und Papadopoulos sehen da richtig alt aus. Martinha sieht auch noch dementsprechend unglücklich aus in der Figur, die er dort macht. Thomas Müller, 31. Minute, 3:0. Und jetzt könnte es richtig happig werden für den HSV. Wo die nächste Schmach in München eigentlich verhindert werden sollte. Können sie sich jetzt schon abschminken, wenn hier nicht ganz, ganz komische Sachen passieren, gibt das hier die nächste Packung. 3:0 nach 31 Minuten ist definitiv zu hoch und Bernd Hollerbach dürfte das auch nicht sonderlich gut schmecken. Wir gehen weiter zur nächsten Station. Hier scheint ja alles entschieden zu sein. Und die Hertha, ja, die führt, könnte mit diesem 1:0 nach wie vor einen Riesenschritt aus der Abstiegszone machen. Sind ja auch nur noch so ein bisschen Konkurrent aus der Ferne für die anderen Teams, die da unten stehen. Für Freiburg wäre dieser Sieg hier noch deutlich wichtiger. Petersen aber in die Arme jetzt von Jahrstein. Doch der SC Freiburg spielt gut mit und die Hertha auch nicht fehlerlos im Spiel nach vorne. Aber auch der SC Freiburg gibt den Ball zu einfach ab. Gibt es jetzt eine Möglichkeit zum Angriff. Davy Selke mit der Hacke, gar nicht schlecht gemacht. Lecky auf Lazaro, aber der stand im strafbaren Raum. Es steht hier 1:0. Vor der Pause erhöhen wir nochmal die Schlagzahl und geben nochmal eine Station weiter. Wo Sinsheim nach wie vor dem 0:1 hinterherläuft. Hoffenheim ist hier die schwächere Mannschaft und Wolfsburg spielt das gut aus. Unter Bruno Labbadia wahrscheinlich bislang die beste erste Halbzeit, die gespielt wird vom VfL in Weiß heute spielend. Aber Hoffenheim will natürlich unbedingt was machen, das sieht man auch, aber es klappt einfach nicht. Zu viele Fehlpässe, Nico Schulz hat Glück, dass er den Ball da wiederbekommt, aber immer wieder Ungenauigkeiten. Jetzt sind sie mal kurz vorm 16er, aber Gnabry und Rupp auf Schulz. Jetzt vielleicht mal der Abschluss, aber wiederum zu ungefährlich. Wir schauen auf den Schuss und geben dann nochmal weiter. Und in Hannover gerade um ein Haar das 2:0. Füllkrug nach schöner Hereingabe von Ostschelek, dem Ex-Augsburger. Allerdings nur der Pfostenschuss. 3 Minuten gibt es hier oben drauf. Und Hannover hat das hier jetzt weitestgehend im Griff und will hier natürlich den zweiten Treffer bestenfalls vor der Pause noch erzielen. Wieder Füllkrug in Position, aber diesmal ist Hinteregger zur Stelle. Max haut den Ball raus. Es ist Halbzeit in den anderen Stadien auch. Wir schauen gleich in der Halbzeit mal auf alle Zwischenstände und auf alle Tore. Hier führt Hannover 96 durch das frühe Tor von Harnik in der 9. Minute mit 1:0. Wir sehen uns gleich in der zweiten Halbzeit. Bis gleich. Hier die Halbzeitergebnisse einmal kurz im Überblick. Wir schauen jetzt auf die einzelnen Partien nochmal kurz in die Tore rein. Bei Bayern gegen HSV steht es schon zur Halbzeit 3:0. Das erste Tor, Franck Ribéry in der 15. Minute mit links oben rechts rein. Corentin Tolisso mit dem 2:0 in der 23. Minute auch mit links schön über den Pfosten dann in die Maschen. Und Müller nach Eckstoß zum 3:0 per Kopf. Also da schon scheinbar alles entschieden. Hoffenheim liegt gegen Wolfsburg 0:1 zurück. Josip Brekalo in der 26. Spielminute wird da bedient von Maxi Arnold und braucht nur noch den Fuß hinzuhalten. Hertha führt ebenfalls 1:0. Frühes Tor Salomon Kalou in der 4. Spielminute. Lupft den Ball über Schwolo hinweg. Nett anzusehen und auch Hannover führt 1:0. Martin Harnik in der 9. nutzt den Fehler von Danso aus. Tunnelt dann noch Martin Hinteregger. Und hier haben wir nochmal alle Ergebnisse im Überblick. Bayern 3:0, Hoffenheim 0:1, Hertha führt 1:0 gegen Freiburg und Hannover führt 1:0 gegen Augsburg. Nochmal eine kurze Werbung. Oben rechts in der Infokarte findet ihr ab Donnerstag um 14 Uhr alle Spiele, alle Tore, auch mit den Partien der Konferenz hier nochmal zusammengefasst. Dann, wie gesagt, ganz normal in kurzer Länge. Dann, wenn es euch gefällt, wie immer würde ich mich über ein Abo und einen Daumen freuen. Vielen Dank an dieser Stelle. Und empfehlenswert ebenfalls Quotenwilli oben links, oben rechts besser gesagt, in der Infokarte verlinkt. Klickt den an und schaut da gerne mal rein.
Zurück in Hannover, hier steht es 1:0 für die Niedersachsen. Und das sieht durchaus gut aus nach dem 0:1. Vor zwei Wochen gegen Gladbach sollte es natürlich wieder zu einem Heimsieg reichen. Danach sieht es erstmal aus, aber Augsburg auch eine Mannschaft der Moral unter Manuel Baum natürlich. Eine klasse Saison spielen. Mit den ersten Eindrücken hier aus Hannover, wenn hier gerade aktuell nichts Spannendes passiert, gehen wir erstmal weiter in die Hauptstadt. Da führt auch die Heimmannschaft mit 1:0. Genau, und wir hatten noch einen noch früheren Treffer als in Hannover in der 4. Minute, Salomon Kalou. Jetzt kommt Freiburg hier gar nicht schlecht aus der Kabine. Christian Streich sicherlich mit ein paar Worten, auch mit der Deutung der Tabelle, die hier nicht unbedingt glanzvoller aussehen würde, wenn Wolfsburg gewinnen würde in Sinsheim und hier Freiburg verlieren würde. Aber viel Konjunktiv, das hilft ja im Endeffekt nichts. Jetzt kommt aber Hertha erstmal. Andrej Duda kann den Ball zu lange treiben, viel zu lange, kriegt dann den Abschluss, aber kein Problem, geht zu weit vorbei. Wir schauen weiter nach München, da steht es ja 3:0. Genau, klare Sache und ein ähnliches Bild. Bayern hat hier gerade erstmal ein bisschen auf die Bremse gedrückt, spielt aber trotzdem nach wie vor gut nach vorne. Tor in Berlin und wir gehen nach Berlin, da ist ein Treffer gefallen und Rudi an die Latte. Ja, hier hat es besser geklappt als eben bei Sebastian Rudi, 2:0. Vedat Ibisevic bedient Matthew Lecky und der hämmert den Ball rein. 5. Saisontor für den Australier, keine Chance für Schwolo, das ging zu einfach, definitiv. Und mit dem Tor gehen wir erstmal weiter nach Sinsheim, da waren wir in der zweiten Halbzeit noch gar nicht. Wo gerade eine Möglichkeit für Wolfsburg zustande kam, allerdings zur Ecke geklärt. Jetzt kommt Maximilian Arnold über die linke Seite per Standardsituation. Könnte daraus was Gefährliches entstehen? Fragezeichen sei mal gesetzt. Erstmal rausgeklärt, eine Stunde jetzt hier knapp gespielt. Aber Hoffenheim kommt noch nicht so recht zu Möglichkeiten, den Spielstand hier zu egalisieren, denn Wolfsburg erstmal tendenziell wieder besser mit der Anfangsphase der zweiten Halbzeit. Jetzt können sie aber gegebenenfalls mal über einen Konter kommen, das dauert aber alles in allem zu lange. Eugen Polanski, Lukas Rob, Nadim Amiri mit dem weiten Ball, der geht zu Knoche. Wir geben weiter nach Hannover, wo gerade der Gast aus Augsburg gefährlich nach vorne kommt. Jonathan Schmid auf Gregoritsch. Dann ist es Cordova. Czauner hält und Gregoritsch ist dann im Nachfassen da. 1:1 Augsburg. Das hatte sich angedeutet und ist mittlerweile auch alles andere als unverdient. Die Elf von Manuel Baum schlägt zu. Der Gästeblock ist guter Laune. Erst kann noch Czauner gut halten und dann ist Michael Gregoritsch zur Stelle, hält nur noch den Fuß hin. Den Treffer ja auch eingeleitet mit dem Ball nach außen zu Sergio Cordova. Tor in München! Und wir geben nach München. Da ist jetzt auch ein Treffer gefallen. Für wen wohl? Ja, natürlich für den FC Bayern. Corentin Tolisso, Doppelpack. Für ihn mittlerweile auch sein 5. Saisontor. Nach einem Eckstoß hält er den Fuß einfach hin. Das geht auch wieder viel zu einfach. Hand ist zwar da, aber irgendwie greift er gar nicht ein. Und dann macht er das technisch Tor in Sinsheim. Ansehnlich. Wir schauen nochmal auf das Tor und dann nach Sinsheim. Da ist auch ein Treffer gefallen. Der Ausgleich. Andrej Kramaric macht das 1:1 für die TSG. Bitter für den VfL, denn Giavugi kann das hier eigentlich klären. Kramaric schluckst ihm dann den Ball ab und spielt dann den Ball an Castells vorbei. Also Hoffenheim ist wieder im Spiel und für Labbadia droht die 3. Partie in Folge, ohne einen Dreier mitzunehmen. Und das ist ja die Krankheit des VfL, nicht das Verlieren, sondern das nicht gewinnen, und da gehört Unentschieden eben auch mal zu. Und jetzt sieht es erstmal so aus, als würde es wieder auf diese Endpunktzahl
hinauslaufen von einem Punkt und das dürfte den Wölfen gar nicht gefallen. Sie versuchen hier direkt zu antworten, aber Hoffenheim ist erstmal dazwischen. 20 Minuten hier noch zu spielen. Wir gehen nochmal nach München, da ist ja schon alles entschieden. 4:0 steht es dort für den FCB. Und der FC Bayern kommt über die rechte Seite, auch gegen Freiburg schon. Konnten sie sich nicht satt schießen an Toren. Und auch hier Thomas Müller 5:0, 73. Spielminute. Der HSV wird mal wieder in seine Einzelteile zerlegt. Und wird den letzten Gang in die Allianz Arena sicherlich mit relativ negativen Assoziationen verbinden. Müller dreht sich viel zu einfach. Christian Martenia ist die ärmste Sau auf dem Feld. So muss man das leider ausdrücken. Und Thomas Müller, der ja nur ein Tor erzielt hat gegen Freiburg. Das eine wurde ihm ja aberkannt. Schwolo da, der Eigentorschütze. Jetzt aber auch mit dem 8. Saisontor. Also hier ist alles klar. Es ist nur noch eine Frage der Höhe. Wir gehen ins nächste Stadion, wo es vielleicht etwas spannender sein könnte. Sein könnte, denn die Hertha führt hier mit 2:0 momentan relativ souverän. Die Freiburger kommen da nicht so recht zwischen. Und die Elf von Pal Dardai macht das wirklich gut. Und Söyüncü jetzt erstmal hier aber mit dem Ballgewinn drischt den Ball relativ unmotiviert ins Aus. Also es läuft hier alles auf einen Heimsieg für die Hertha hinaus und damit dürften die sich dann wohl auch letztendlich verdient aus dem Abstiegskampf entfernen. Klar, es sind noch 12 Minuten regulär zu spielen, aber selbst in den kühnsten Träumen mag man sich nicht ausmalen, wie der SCF hier noch zwei Dinger machen sollte. Denn wenig Chancen haben sie bislang machen können, herausspielen können. Ab nach München. Das halbe Dutzend ist voll. Sebastian Rudi darf jetzt auch treffen. Sein erstes Saisontor. Und Bilder sprechen manchmal mehr als 1000 Worte. Um ein ausgelutschtes Zitat mal zu bringen. Ja, unglaublich. Rudi, das geht zu einfach. Wenn der per Kopf trifft, darf zweimal abschließen. Bedient von Thomas Müller, der wieder eine überragende Partie spielt. Also das halbe Dutzend ist hier voll. Der HSV. Strafstoß in Hannover. Liegt mal wieder haushoch hinten. Wir gehen nach Hannover. Da gibt es einen Strafstoß. Für Hannover. Gojko Kacza stellt sich gegen Jonatas alles andere als geschickt an. Und legt den Brasilianer im eigenen Strafraum. Ansonsten wäre Jonatas auch sicherlich da gewesen, um den Ball an Hitz vorbeizubringen. So gibt es Strafstoß und der Gefaulte scheint selbst anzutreten. 82. Spielminute. Das wäre durchaus schmeichelhaft, aber da fragt ein André Breitenreiter im Endeffekt nicht nach. Jonatas tritt an. Jonatas verliert Marvin Hitz. 1:2 aus Augsburger Sicht. Hannover geht wieder in Führung. Knapp 10 Minuten vor dem Ende. Da behält er die Nerven, schiebt den Ball unten links ein. Hitz verspekuliert sich und damit chancenlos gegen diesen Strafstoß. Also richtig verdient ist das nicht. Wie gesagt, der FC Augsburg kämpft, hat sich mit dem 1:1 wieder ins Spiel geholt und hatte auch die Möglichkeiten, das 1:2 zu erzielen. So liegen sie jetzt zurück, haben noch Zeit, den Ausgleich zu markieren. Wäre natürlich moralisch besonders ein großer Schritt. Nichtsdestotrotz, Hannover würde jetzt hier auch gerne diesen Dreier zu Hause lassen und damit die Fans, die da sind, beglücken. Aber Augsburg sicherlich auch für die Moral in der Schlussphase bekannt. Wenn es auch Marvin Hitz am Ende sein sollte. Hella Kajubi! Boah, da fehlte wirklich nicht viel. Um ein Haar Kajubi mit dem postwendenden Ausgleich. Wir gehen nochmal nach Berlin. Da steht 2:0. Vermutlich alles entschieden.
kann man so sagen, knapp 5 Minuten mit der Nachspielzeit einberechnet, bleiben den Freiburgern noch. Man kann nicht davon ausgehen, dass sie hier noch den Doppelschlag landen. Und deswegen gehen wir weiter nach Sinsheim. Da ist es noch richtig spannend. Denn für den VfL wäre es essentiell, hier noch den Siegtreffer zu erzielen. 2 Minuten knapp vor dem Ende kommen aber erstmal die Gastgeber, verlieren aber den Ball. Und Wolfsburg auf dem Weg nach vorne. Fällt hier noch der Lucky Punch für irgendein Team der beiden Mannschaften, die hier beide den Sieg nicht wirklich verdient hätten. Verhaag mit dem weiten Ball. Kevin Vogt allerdings ist dazwischen. Die Nachspielzeit ist abgelaufen. Das dürfte es jetzt gewesen sein. Kader Rabeck, ja, das Spiel ist aus. Hoffenheim und Wolfsburg trennen sich 1:1 und wir gehen nach Hannover. Da läuft das Spiel noch. Und Augsburg kommt gerade nicht mehr nach vorne. 4 Minuten waren angezeigt, 3,5 sind davon bereits abgelaufen. Kommen die Fuggerstädter nochmal nach vorne? Nein, sie bekommen keine Chance mehr. Hannover gewinnt 2:1, damit der Klassenerhalt wohl zu 100% sicher, auch punktetechnisch. Der FC Augsburg unterliegt. Wir gehen nochmal nach München, wo jetzt wohl eins endgültig besiegelt ist. Ja, und das ist der Abstieg des HSV. Natürlich punktetechnisch wäre da eventuell noch was möglich, aber sind wir mal ehrlich, nach diesem 6:0 spätestens ist alles klar. Wolfsburg in Hoffenheim 1:1, Hertha schlägt Freiburg 2:0 und Hannover schlägt Augsburg durch einen Elfmeter in der 82. mit 2:1. Das war's aus der Konferenz. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis dahin und ciao. Jo, und hiermit verweise ich nochmal auf alle Spiele, alle Tore, was dann morgen am Donnerstag um 14 Uhr kommt, wenn ihr das ganz aktuell hier schaut. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Bis dahin, wenn es euch gefallen hat, Abo, Daumen und so weiter. Aber ich möchte euch nicht nerven. Bis dann und ciao. I walked into the room. Imagine my surprise. You were sitting close to him, staring.